Eskizinterheit. Shalom aleichem. Ich bin Sura Rochel Schechter. Und ich bin Yves Jochowitz. Und heute, wir kommen mit Eskis in der Heid. Wie ihr seht, sind wir verpitzt, weil wir gehen an Simche bin. Oh, Mazel Tov, Rochel. Mazel Tov zu dir und zu deinem ganzen Besprüchen. Amen. In Hand, gedeiht zu weisen, wir sollen kein Simche bin, weil wir machen ein Nistort, was man Bobo Lipschiff like machen jedes Mal für unsere Geburtentag. Und ich will machen gewürzte Wodka. Bei jedem Fleckmann machen allerlei gewürzte Wodkes, wir wollen nach Heinz machen dreierlei. Gut. Jetzt wir heben wollen mit dem Nistort. Ich habe schon zerteilt die Eier, die gelbe Loch mit der weißen Loch, wie ihr könnt sehen. Als man sondert auf die Eier, ist es besser, dass es schon kalter heet. Als die Eier sind noch sehr kalt, ist es geringer abzunehmen die gelbe Loch von der weißen Loch. Aber als man wird schlagen die weißen Loch später zu ihr Schnee, ist besser, sie sollen schon sein Stieftemperatur. Deshalb haben wir schon früher aufgesondert die Eier. So ich sehe mir eher, ob sie ein bisschen Bluttropfen für die finden, so sind in Kusche. So haben wir 8 Eier zerteilt. Und jetzt geben wir sie circa 1 in ein Viertel Teppel. Wir werden es mischen, bis der Wert gedicht. Das erste, was wir schon ausgemischt haben, der Gelbloch, ist, ich will euch beten, ausnehmen den Nest von euch. Was wir getan haben, ist, wir haben genommen Bällchen in Nest und es gelost backen in euch, 350 Grad, das heißt 177 Celsius. Auf 15 Minuten. Auf 15 Minuten. Also, so ziehbräunen und geben wir einen Chicago Tarn zu dem. Ja, das ist nicht kein Muss, aber ich halte, das ist ein Sachgeschmack, als man Brot abfriert, die Nestloch. Jetzt gehen wir sich zum Mohlen in unsere Mohlmaschine. Prozessieren, Speismaschine. Wir brauchen um 2 Teppler. Das ist bestimmt mehr wie 2 Teppler, aber ich will sagen, sicher ist der Fahrtier für Salz an. Mhm. So, nehmen wir es jetzt da rup. Und wir gehen das Salantin in. Wir brauchen um 2 Teppler dafür. Dus we willen zie geven ze de gele glas met suiker. En zet ze dan de salantje met de gele glas. En we gaan het mischen nog eenmaal met een mischer. Zodat we een gitter is gemischt. Nou, ik zou dat maar niet mischen. Nou, ja, het wordt goed. Du hast dich so mischen, wie schaust du das etwas? Okay, gut. Die mischen, ich will jetzt machen den weißen Block. Das heißt, machen ein Schnee. Und es mischen wir so stark, also wird sehr steif. Und wir können es dann noch heranziehen in den Topf. Jetzt gehen wir machen ein Schnee mit dem weißen Block. Ah, Totti. Das wird jetzt alles im Ganzen steif. Wo gibt es so früher ein Viertel von der Weißlöch ja. In die Gelbloch? Noch ein Viertel. Ein Drittel schon. Man mischt das Gitter, ist das aber so gerne leichter. No, später mischt man Pamela. Ja. Früher mischt man, wie es stehen geht, die Gelbloch sollen werden leichter. Und das wird nicht schatten. Das wird nicht schatten. No, das macht es geringer als die... Ja, aber ich weiß, es ist sehr schwer zu mischen, was sagt man. Nachdem falde wird die Weißlech rein in die Gelblech. Und das tut man sehr pamellig. Und man mischt nicht, man falde wird. Also, man schneidet und man dreht. Weil man unhalten die Luftbubelach. Dafür dreht man es sehr pamellig. Ein bisschen Kava, einmal Löffel. Man faltet es etwa 2-3 Minuten,
bis es wird gut ausgemischt. Nicht, es darf nicht sein in ganz ausgemischt, das ist gut genug. Gut. Und jetzt werden wir bei Spritzen ein Becken mit Spritzbäumen. Dann haben wir es auch reingießen. Wer wie sagt. Ihr sitzt bei 53 Grad, geht mir nach einstellen und leuchten. Gut, schön Zeit zu machen, alle Chaim. Heute will ich Greten verrenken, dreierlei Wodkes und ihr könnt allein austrachten andere Rezepten. Ich will machen eine Wodke von Chrein, das ist ein frischer Chrein. Das passt sich sehr gut auf Pesach. Euch eine Wodke von Pfefferlich. Heute hat ihr eine Brede. Ich habe Jalapeno Pfefferl, was ist nicht so scharf. Und Serrano, was ist ein Sach scharfer. Und später werde ich machen euch eine Wodke von Vanille. Und anheben mit einem Chrein. Von einem Chrein schneide ich ab nur ein Stückel, was ist so grob wie ein Finger. Äpfel von in der Mitte soll es ein bisschen frischer. Das lege ich rein in ein gläsernes Schüssel. Der Schüssel darf sein oder Glas oder Stahl, etwas, was ist nicht reaktiv, weil Wodka ist, versteht sich, sehr reaktiv. Gieße rein zu dem 375 Milliliter Wodka. Und lass es stehen bleiben, ein Messlöffel Stiebtemperatur. Bedeckt es sie mit einer größeren Schüssel. Die zweite Wodka will ich machen mit scharfem Pfefferlich. Ich will das machen mit der Jalapeno. Es ist scharf, aber nicht mischige scharf. Dem Jalapeno will ich nicht zerschneiden, aber einen kleinen Spalt will ich zerschneiden in Mitten. Und ich gieße rein zu dem euch ein halb Quartel Wodka. Und das euch deckt man sie und man lässt bleiben stehen einmäßlich. Ihr könnt für sich allein verstehen jetzt das Rezept für kemat alle Wodkas. Und jetzt die same interessanteste. Habe ich ein Scheut Vanille. Das Wort Scheut, das ist auf Englisch Pad. Ein kleines Scheut ist ein Schädel oder bei Ihnen ist ein Scheitel. Und das Wort Scheitel, das heißt das Perik, was Hasenige hat erfreut, trägt bei traditionellen Jiden, kommt von dem Wort Scheut. Weil ein Scheitel deckt sie den Kopf, pinkt das so wie ein Scheut, deckt sie die Kerlech. Dem Scheut zerschneide ich in zwei. Und die kleine schwarzen Gesäumen kratze ich heraus von ein wenig mit einem Messer. Und dem Scheut mit den Säumelech decke ich sie mit noch einem halben Quartbacke. Und das deckt man sie, und man lässt bleiben stehen am Esslis. Ob ihr wollt machen an eigenem Essenz von Vanille, könnt ihr das euch machen mit Wodka, aber anstatt ein Scheut, nützt es fünf Scheitlich und man lässt es stehen an drei Chadoschen. Und da
habe ich eine Flasche Essenz von Vanille, was ich habe umgekriegt, Pesachzeit, und jetzt kann ich sehen, es ist schon kein schwarz. Es ist geworden sehr stark und Rochel kommt. Ja, kommt schmeckt. Ja. Ich kann es nicht öffnen. Sehr gut. Und wenn wir wollten gehabt, noch Wodka, wollten wir euch gemacht, eine Wodka von Knobel und Grip, das ist sehr Geschmack. Das ist mein Geld. Ja, und euch eine Wodka von Ingeber. Und ich habe gefunden, dort im Garten, wilde Ingeber. Es ist noch als sehr jung, es ist noch nicht die Zeit für Ingeber, das Wurzel ist sehr klein, etc. Aber ein bisschen kann man spüren, also das ist schön Ingeber. Wenn wir Wolken gehabt, der größten Hand Ingeber wollten wir gekonnt machen, euch eine Wodka von Ingeber und das ist sehr Geschmack. Okay, es sind bald 40 Minuten. Lassen wir sehen, ob die Torte ist gereicht. Ich habe meine 10 Stärke. Sie kommt da raus rein. Ja, das ist gereicht. Es schmeckt als Geschmack. Jetzt gehen wir zu schneiden dem Nest dort. Oh, das schmeckt nicht Geschmack. Die Wanke versteht sich, ist noch nicht gerät. Es darf bleiben stehen, ein ganzes Messless. Aber ich will euch schon weisen, was ihr wird tun, noch ein Messless, weil ich will ihr so nicht dürfen sitzen beim Computer und gucken, ein ganzes Messless und warten zu sehen, was ich will tun mit dem. Dort habe ich. Lass mir sagen, dass das ist die schön gegräte Wodka und dem originellen Fläschel und ein Krendele. Ich nehme heraus das Stückel Krein und ich gieße die Wodka zurück rein in dem originellen Fläschel und ich decke sie gut sie in schön. Jetzt, dass die Wodka ist noch nicht gerät, will ich sie gießen zurück in die Schüssel und wecken zurück das Stückel rein. Nun, schon Zeit zu machen, alle Chaim. Ja, ich fühle mich wie ein Priester. Jetzt ich euch es. Auch habe ich ein bisschen Wodka, was ist schön gerät. Ich habe das gemacht, Pesachzeit. Das ist Wodka mit Grain. Rochel hat ein bisschen, was hast du getan da? Ich habe reingegossen ein bisschen Wasser, weil ich bin sehr spielendig auf Wodka und auf andere schwere Likör. Also nicht. Okay, wollen wir trinken auch heim? Heim können wir schon. 27. Nein. Ein bisschen Torte. Lecker mit Brot und das ist ein Dessert.